Man braucht doch starke Leute, damit diese diese Aufgaben machen können. This is not looking good. We're just getting deeper and deeper into the woods, but still no villagers. We can't stop Elara. If you were being sacrificed, I wouldn't stop looking for you. Oh. That's actually sort of sweet, in a sick, perverted way. Ja, da hat sie wohl recht, aber... ja. Es ist etwas ritterlich, etwas aufmerksam. Was können wir denn jetzt hier noch Tolles machen? Oh mein Gott. Im Grunde genommen... Böp. Kann man das jetzt nicht auswählen? Hm? Achso, wir brauchen 3 Stück, um das zu aktivieren. Hm, gut. Nep. Dafür braucht man 2 zum Aktivieren. Alles klar. Schön, schön, schön. So. Machen wir das auch so. Und dann haben wir alles benutzt, was wir gerade hatten. Wie die immer mit sich selbst reden. Ah, verdammt. Auf der anderen Seite war doch auch noch ein kleiner Weg. Ich sollte früher auf das Z drücken. Wobei ich jetzt auch immer sage, ich sollte. Naja. Das hat alles schon seine Richtigkeit. Das funktioniert alles schon. Alles super. Wir sind schon bis hierhin gekommen und wir werden noch weiterkommen. Wir werden noch durchkommen. Heute wahrscheinlich nicht, aber... auf jeden Fall schon ein ganzes Stück weitergekommen. Was haben wir hier? Oh. Eine Geschichte. Abspackendes Skelett. I was a bodyguard to the great king of Dyfed. It was a bleak day when the demons of Karlamor attacked our city. But the great king conceived a plan to save us. He asked us, his most loyal men, to escort him into the wilds of Govad to seek the mightiest of beasts, dragons. The great king had acquired a gemstone that could force dragons to do his will. We tracked down a dragon and the great king held the stone aloft. It resisted and lunged at the king, but I pushed him aside. The dragon's jaw snapped around me instead. Bitter, aber er hat damit seine Aufgabe erfüllt. Dieser jemand war einer der so gesehen Bodyguards des großen Königs. Und dieser große König hatte eine Art Edelstein und mit diesem Edelstein dachte er, er könnte Drachen befehligen. Das war nicht der Fall, das hat dieser Bodyguard gemerkt, hat sich zwischen dem großen König, halt die Klappe. Das ist der große Tempel? Wow, ist noch einiges an Weg. Der hat gemerkt, dass der Drache sich nicht bewegen, nicht beherrschen lässt, hat sich zwischen den großen König und den Drachen geschmissen und hat sich so gesehen für den König geopfert. Mist, First Blood geht an dich, aber du überlebst es nicht. Und weiter? Wo sind noch mehr? Ja! Mach mir die Hölle heiß, bitte. Versuchen wir mal ein bisschen rumzuschießen. Na, komm wieder raus. Und das Spiel fängt wieder an zu ruckeln. Ja, super leuchten. Ja, das ist gut. Ist auch so toll, dass ich so viel dagegen machen kann. Na. Ach, ja, lad lange nach, ja, und krieg so viele Treffer ab, wie du noch kannst. Ach. Nicht schon wieder. Meine Güte. Ach Gott.
Die sind flink, die Gegner. Einfach nur einen Schritt zur Seite und das war's dann gewesen. So, ach, wo kam der denn her? Den habe ich gar nicht kommen sehen. Mensch. Komm, bleib stehen. Elara hat jetzt schon die ganze Arbeit gemacht. Nee, langweilig. Gut, dann haben wir hier noch. Na, eine Filiole? Wieso nimmt er die jetzt nicht auf? Was soll das? Das ist wieder blöd. Wurde die falsch platziert, optisch, oder? Schade, ich kann die irgendwie nicht aufnehmen. Das ist doof. Naja. Aber was will ich machen? Versuche ich halt das Beste draus zu machen. Und nochmal kloppen. Wieso lässt du dich nicht davon abbringen? Hinrichtung. Schlechte Kamera. Egal. Hör auf mich zu schlagen. So, gerade noch dem entkommen. Na, doch nicht. Tut weh, Schmerzen. Und so weiter. Ja, brauchst übelst lang zum Nachladen. Dicker, fetter Söldner. In den Rücken. Ach komm. In die Magengrube. Ach ja, und so weit kannst du springen. Ach. Ja. Er ist wieder einer der Bösen. Du bist böse, du machst viel Schaden. Ich mag dich nicht. Ich kann aber auch viel Schaden drücken. Meine Güte, hör auf, so viele Kombos zu machen. Bam. Hat sie schön hingerichtet. Hat sie gut gemacht, das Mädel. So, dort geht's lang. Und hier hängt ein Pfeil in der Luft. Einfach so. Ich glaube, der hat dann sein eigenes Ziel nicht so gut getroffen. Der Pfeil. Persuader. Oh. Shield of Grounding. Ja, nehmen wir das mal. Können wir den Stand zerhacken? Nee, das geht nicht. Kriegen wir einen Arctic Enforcer. Ja, nehmen wir den mal wieder mit. Yeah. So. Ja, more cash. Ihr kriegt dicke Augen bei Geld. So, und ich krieg dicke Augen, wenn ich zu wenig Lebenspunkte habe. Und das ist gerade leider der Fall. Muss ich versuchen, etwas mehr auf Fernkampf zu spielen, gerade weil sonst ist die Frage, inwiefern ich das überhaupt überlebe. Aber ich denke, an dieser Stelle, ihr habt gerade das Zeichen gesehen für Checkpoint. Hier, Load Last. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Dann werden wir dort hoffentlich wieder einsteigen. Und dann mache ich hier erstmal Schluss. Ich habe jetzt, was weiß ich, wie lange aufgenommen? 2 Stunden. Genau. Wir sind jetzt vor dem Sprung. So, dann sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hunted, The Demon's Forge. Und ich hoffe mal, da muss ich mich nicht wieder in die Steuerung einfinden. Jetzt hat das ja eine Zeit lang gut geklappt hier, ne? Mal schauen, wie viele Parts das dann sind, wie lang das jetzt war. Vielleicht 2 Stunden oder so, ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht sogar etwas länger. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, gute Schlafenszeit, schöne Träume oder was auch immer ihr gerade dann machen werdet. Nach diesem LP, nachdem ihr es geschaut habt, oder vielleicht schaut ihr auch weiter, na, je nachdem, ne?
wenn ihr das viel später schaut und schon andere Parts hochgeladen sind oder ihr gerade die Playlist durchforstet, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge bei Let's Play Hunted oder bei einem anderen Projekt. Bis dann.